Da bin ich wieder. Nach einer kurzen Pause merke ich, scheiße, es wird dunkel. Es ist nicht so toll. Und rennen kann man hier noch nicht. Ich sollte mir dringend erstmal noch einen Baum wegkloppen. Fackeln habe, sollte ich die Monster mal ausmachen, oder? Wird wohl eher doch nötig sein. Den muss ich nämlich nicht so panikisieren. Ist wirklich tüchtig finster in den alten Versionen die Nacht. Tüchtig finster. So. Pablo, ich glaube, ich spiele doch viel lieber in den älteren Versionen. Ein Setzling. Ding dong. Dingeling. Wir platzieren mal hier in der Nähe unserer Bude. Sieht zwar nur so aus, aber... uns erstmal eine Axt und ein Schwert. So ein Baby-Holzschwert, wie es so die kleinen Kinder immer zum Spielen verwenden. Das Schwein, ah, da. Sag mal, hat das gar nicht gedroppt? Gibt's doch gar nicht. Ist das wie für ein Betrug? Meine Schnabelfresse, ich brauch das Huhn. Ich hoffe, dass es bald wieder Tag wird. Ich nehme jetzt nämlich nur 10 Minuten Folgen auf und sowas. Naja, ich werde jetzt nochmal einen kleinen Cut machen und dann weiter. Ich habe mich entschieden, doch etwas eher noch weiterzumachen, denn die Nacht in der alten Version dauert ewig. Ich werde mal versuchen, dort draus ein paar Fackeln zu brennen. Ich hoffe, das ging in der Version schon, dass man es brennen kann. Ja, das Haus hat etwas mehr Gestalt angenommen. Scheiße! Es geht noch nicht. Licht! Es werde Licht. Also noch keine Holzkohle, die man brennen kann. Kacke! Oder Scheiße bei Leipzig. Jetzt muss ich hier durchs Dunkle, jetzt müssen wir hier durchs Dunkle irren, wie die Irren. Auch keine Kohle. Gott, ist die Kohle hier selten. Ist
der Trichter, der Krater, ist ein Meteorit runtergekommen. Das ist jetzt ein Meteoritenkrater, so nennt man. Sonnenaufgang, Morgenrot. Es wird Tag nach einer halben Ewigkeit. Ich hab ja Cut gemacht. Hab nämlich auch gerade entdeckt, dass man hier durch Druck pochen die Tür auch auf und zu kriegt. Naja, wenn man die Tür auf und einschlägt. Wird Zeit, uns erstmal ein paar Gläser zu machen. Hell. Jetzt können wir auf Kohlensuche gehen. Ach, ist das nicht schön. Tag. Besser geht's gar nicht. Wenn wir jetzt noch ein paar Kühlchen finden würden, wäre das perfekt. Ja, wäre sogar mehr als perfekt. Ich werde doch etwas mehr als 3 Folgen in so einer... Dort könnte es Kohlen geben an den abgehackten Hang. Also warum die bei Holzschwertern nicht droppen, frage ich mich. Ein bisschen scharf mit der Schaufel hauen, dass sie nicht sterben. Habe ich jetzt meine Schaufel zu hauen? Ja. Ich hau jetzt hier erstmal jedes Schaf. Und hinten ist unsere Bude. OMG, der Ozean ist tief. Kohle! Komm schon. Kühlchen. Da ist wieder Kohle. Das ist doch gut. Ist doch mal super. Ich habe eine schöne Angewohnheit, Kohle zu finden. So. Ich hab Kohlen. So viele auch noch. Also, so gut hat's mich in diesem Let's Play noch nicht getroffen. So viel Kohle auf einen Haufen. Meine Schnabelfresse würde da jetzt das Huhn ein Huhn plägen. Also, meine Schnabelfresse sprach das Huhn. Stört euch das? Dann schralala bleibt's in die Kommentare. Ich bin jetzt nur etwas faul, um zu nach Hause zu rennen. Was mal? Ich kann nämlich nur leider 10 Minuten am Stück filmen. Geht mir anders, liegt an meinem Filmprogramm. Weil ich keinen Bock habe, dafür auch noch zu blechen für so ein Hobby. Jo, also. Oh, ein schwebender Block. Ist es gewesen. Also hier könnte man über die Küste so ein richtig schönes kleines Palazzo bauen, wie es der Gronkh aufs Plumsklo gemacht hat. Na dann, bis nächste Folge.